herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kleine Küche, große Träume. Heute mal wieder mit einem Anti-Fix-Gericht, also ein Fix-Killer oder wie auch immer man es nennen möchte. Also eigentlich ist es schon ein paar Tage her. Ich habe nur wieder vergessen, das Intro zu drehen, beziehungsweise hatte keine Lust. Aber es gab Hackfleisch-Lauch-Käsesuppe. Kennt ihr sicherlich. Das Fix selber ist echt gut, muss ich zugeben. Das schmeckt wirklich lecker. Und damit hing eigentlich die Messlatte recht hoch. So, jetzt habe ich es selber gemacht. Und jetzt muss ich sagen, es stellt sich wieder mal raus, dass ein Fix gegen frische Zutaten einfach keine Chance hat. Kann man einfach so festhalten. Scheinbar ist das wirklich fest. Also diese Suppe war wirklich lecker. Ist auch gar nicht so irre kompliziert. Und ja, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, das mal nachzumachen. War, glaube ich, auch ein Wunschgericht, wobei ich das nicht ganz sicher weiß. Ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Und ja, gut, jetzt kommen wir zu den Zutaten und dann zur Zubereitung. Wie ihr hier sehen könnt, sind die Zutaten selber recht simpel. Da kann man sich schon fast fragen, warum in so einer Maggi-Tüte oder von Knorr, um jetzt auch mal die anderen zu nennen, so viel drin ist. Weil letzten Endes, das, was wir hier zufügen, ist ja eigentlich gar nicht viel. Also Lauch brauchen wir natürlich, genauso brauchen wir Käse. Ich habe jetzt würzigen genommen, ihr könnt natürlich auch Sahne nehmen, aber ich wollte mal würzig ausprobieren. Und ihr seht, da ist auch so ein Käse abgebildet, also ich dachte, na, das schmeckt vielleicht ein bisschen kräftiger. Wir brauchen Hackfleisch, eine Zwiebel, zwei Stangen Lauch, etwas Speck. Wer den nicht mag, der lässt ihn weg, der ist eigentlich nicht unbedingt nötig. Die hier sind schon nötig, Kartoffel. Die brauchen wir, um am Ende so ein bisschen diese cremige Konsistenz hinzubekommen, dieses Feste. Dann brauchen wir Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Und, ganz wichtig, wir brauchen Brühe. Ich habe gestern eine selber gemacht und davon will ich heute wieder einen Teil wegbekommen. Deswegen gibt es heute auch eine leckere Suppe. Also, das ist alles, was wir brauchen. Kommen wir zur Zubereitung. Bevor wir jetzt anfangen, erstmal ein paar Worte zur Vorbereitung. Den Speck habe ich hier schon mal in kleine Würfel geschnitten. Das gleiche habe ich gemacht mit den Kartoffeln. Also, hier sind die Kartoffeln, die kommen hier aber auch noch nicht rein. Die Zwiebel habe ich auch geschnitten und Lauch, okay, das wisst ihr sicherlich, der wird halbiert, gewaschen und dann in kleine Streifen geschnitten. Und jetzt geht's los. Also, in dem großen Topf hier habe ich ein bisschen Öl warm gemacht und da rein kommt jetzt einerseits der Speck. Ich sage immer noch einerseits, tut mir leid, kriege ich nicht raus. Und die Zwiebel kommt da auch mit zu. Und das Ganze wird jetzt erstmal schön angedünstet, bevor es dann gleich im nächsten Schritt weitergeht. Das Ganze jetzt soll wirklich nur andünsten. Wenn ihr das jetzt bräunt und dann das Hackfleisch dazu gibt, was ich übrigens jetzt mache, dann habt ihr die Schwierigkeit, dass euch die Zwiebeln und der Speck schwarz werden und das Hackfleisch eben noch nicht mal braun ist. Deswegen muss das Hackfleisch da relativ früh mit rein und das Ganze darf jetzt wirklich alles zusammen auch braun werden. Also Hackfleisch wird ein bisschen zerkleinert und danach bratet ihr das Ganze dann so lange, bis eben das Ganze auch vernünftig Farbe genommen hat. Also bis dann. Das Ganze fängt jetzt schon an, gut braun zu werden. Ein Augenblick, ich zeige euch das. Da auf dem Boden könnt ihr sehen, dass das jetzt richtig schon anfängt, Farbe zu nehmen. Muss noch nicht ganz braun sein, weil jetzt möchte ich erst noch den Lauch dazugeben. Der soll nämlich auch noch mit andünsten. Von daher ist komplett braun eigentlich schon zu spät. Also jetzt ist der Zeitpunkt, wo der Lauch hier mit reinkommt. Das Ganze dünstet jetzt 3 Minuten ungefähr an, sodass eben der Lauch dann dieses typische, ja, Aussehen von angedünstetem bekommt. Der wird dunkler, der wird ein bisschen kleiner auch und weicher wird er vor allem. Und danach geht es dann weiter. Angedünstet ist jetzt alles. Jetzt kommt im nächsten Schritt die Brühe dazu. Insgesamt sind das 600 Milliliter. Also die kommen hier rein. Und außerdem kommen jetzt an der Stelle dazu die Kartoffeln. Wenn ihr das mal so im Vergleich zu meinen Fingern seht, dann seht ihr, dass ich die ziemlich klein gewürfelt habe. Das sorgt dafür, dass wir sie halt nicht allzu lange kochen müssen. Und durch die größere Oberfläche geht auch ein bisschen mehr Stärke von der Kartoffel in die Suppe. Die wird also am Ende dadurch ein bisschen, ja, cremiger, kriegt ein bisschen mehr so diese, ja, sämige Konsistenz. Also das, was ich zumindest bei Suppen echt liebe.
Und an der Stelle ist bis auf die Gewürze und den Käse auch schon alles drin. Jetzt darf das dann erstmal ziehen, bis das gar ist. Bei den Kartoffeln dauert das so eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten, mal sehen. Das ist natürlich auch davon abhängig, wie fein ihr eure Kartoffel geschnitten habt. Und der ist zu groß, ich suche mir noch einen anderen. Aber ich zeige euch dann, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Und dabei sind wir schon wieder fast am Ende des Rezepts angekommen. Jetzt kommt der Schmelzkäse hier rein. Also den kratze ich hier jetzt einmal raus. Das ist übrigens die ganze Packung, also 200 Gramm sind in so einer Packung drin. Das kommt alles hier rein. Sieht tatsächlich nicht sehr lecker aus, aber den hier habe ich probiert. Der schmeckt irre gut. Also diesen würzigen, den lege ich euch jetzt einfach mal ans Herz, weil ich mir sicher bin, dass das richtig gut schmecken wird in der Suppe. Und gewürzt wird das Ganze dann noch mit Muskat einerseits. Also einmal Muskat hier ran. So. Und Salz und Pfeffer, sofern denn noch nötig. Also die Suppe, die Brühe, die habe ich wie gesagt selber gemacht und ich weiß, dass die schon ordentlich Salz hat. Mal gucken, ob das dann für den Lauch und das Hackfleisch mitreicht. Das muss ich eben gleich nochmal abschmecken. Aber an der Stelle ist das dann fertig. Jetzt können wir also direkt ans Genießen gehen. Und ja, macht das nach, probiert das aus, schreibt mir, wie ihr es fandet oder was ihr denn so anders gemacht habt. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, hoffentlich zumindest. Und ja, bis dahin, guten Appetit.